Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted 2. So, wir haben gerade ein Rennen beendet. Hey, der hat mich fast hier gegen die Latte geknallt, aber egal. Boah, das ist auch noch ein Kopf. Okay. So, wir machen schon mal hier das nächste Rennen als Ziel rein. Oh, 7 Kilometer. Okay. Die ist aber schon ganz schön weit. So, die Cops aber auch noch. Wird sonst nicht langweilig. So, ich denke, wir müssen da irgendwo hier geradeaus fahren und dann jetzt glaube ich erstmal auf die Autobahn. Denke ich jetzt mal. So, natürlich erstmal gegen die Wand fahren. Sehr schlau. So, hier einfach geradeaus und dann, ich glaube, da vorne geht es wohl auf die Autobahn. Würde ich jetzt mal schwer schätzen. So, aber die Cops, die hängen ich bis jetzt noch nicht groß ab. So, hier nach rechts. Okay. So, und jetzt sollten wir hier am besten mal hier die Cops abhängen, damit wir nachher auch das Rennen starten können. So, okay, ja, sie geht schon ein bisschen weit weg. Das wird langsam was. Oh, jetzt sieht es langsam richtig gut aus. Oh, der eine, der ist noch im Kreis drin. Wow. Das ist natürlich noch ein Crashbone. Wäre sehr von Vorteil. So. Na toll, von vorne kommt wieder einer. No, super. Aber den haben wir auch gleich gehängt. Und der ist einfach weitergefahren, oder? Der ist gar nicht umgedreht. Okay, so, ich würde mal sagen, wir bleiben mal kurz stehen. Kurz den Motor aus. Die Wand ein bisschen mit benutzt als Bremse. So, und weiter geht's. So, da sind es nur noch 3 Kilometer. Ist ja gar nicht so schlimm wie 7. Einiges besser. So, hier nach oben. Ah, ich glaube, das ist das eine Rennen da hinten rechts, oder? Bei dem komischen Parkplatz. Nee, kann auch nicht sein. Dann wären es aber keine über 2 Kilometer mehr. Nee, ach komm, Mann. Nee, habe ich was gerade verwechselt? So, ich habe jetzt hier rechts gerade gemeint. Aber, nee, das ist ein anderes Rennen gewesen. So, wir müssen noch ein bisschen weiterfahren. So, einmal hier durch. Ja, noch ein Foto, ja, sehr schön. Mich würde mal interessieren, wie oft sie mich eigentlich schon geblitzt haben hier in dem Spiel. Ob man das irgendwo vielleicht in der Statistik oder so nachlesen kann. Ich denke, vielleicht geht das sogar irgendwo. Müsste ich mal schauen. Wäre mal sehr interessant. Ich glaube, ich habe schon 1000 Fotos oder so. Guck mal, hier schon wieder Blitzer. Bam. Wäre doch ganz lustig. So, hier haben wir das Rennen, okay. Alles klar. Dann starten wir das mal. So, Rundkurs auf Mittel, Leichtbauchassis und Rennreifen gibt es zu ergattern. Und ein paar Punkte. Ach so, das ist das eine Rennen. Ah ja, okay. Das haben wir in letzter Zeit relativ oft gehabt eigentlich. Aber doch das Coole wieder mit der Schanze, wo wir dann irgendwie dass immer Platz 1 sind. Mal gucken, ob das wieder klappt. So, haben wir hier weggebumst. Einmal durch die Tanke. Neue Farbe. Ah, okay, grau finde ich jetzt den Wagen jetzt nicht so. Es geht, aber es gibt schönere Farben für das Auto. So, hier gehen wir nicht nochmal durch. Wow, hier war auch noch hier ein normales Auto unterwegs. Es wollte mitfahren. So, hier einmal zack und ui, yeah, Kamera-Action und Platz Nummer 1. Irgendwie keine Ahnung, also check ich irgendwie nie. Irgendwie bleiben die irgendwo immer hängen oder so. Ich glaube, ein paar bleiben sogar immer an der Haltung von den Schildern oder von den Reklametafeln hängen. Da fahren die immer dagegen. Eigentlich richtig lustig. Aber es sind ja nur Bots. So, einmal, wow. Der war schlecht. Der war sehr schlecht platziert. Oh, jetzt könnte es noch ein bisschen eng werden mit Platz 1. Wow, wow, hallo? Immer diese Audi-Fahrer. Nee. So, nochmal durch die Tanke. Oh, okay, schönes Schwarz. So. Oh, Platz Nummer 4. Jetzt hat man wieder hoffen, dass hier der Trick mit der Schanze funktioniert, dass ich wieder Platz 1 wird. So, wieder ein bisschen Nitro. Und...
Ja, hier sieht man. Haha, ja, du hast gerade gesehen, da ist gerade einer dagegen geknallt und der zweite wohl auch. Sonst schlecht, nämlich nicht Platz 1. So, einmal noch schön Nitro zur Sicherheit, weil einer hängt noch ein bisschen an der rechten Arschbacke. Aber das ist jetzt auch egal. So. Rennreifen, einmal Leichtbau-Chassis, perfekt. So, alles klar. Warte mal kurz auf Easy Drive oder. Ich bin gerade überlegen, welches Auto ich als nächstes nehme. Ja. Alles klar. Ah, ich habe da schon was, ich glaube, im Hinterkopf. Probieren wir mal wieder ein bisschen mehr Abwechslung. So, ich mache mal noch kurz einen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder. Überraschung, wow, voll toll und so. So, der, wie heißt der nochmal? Ich glaube, irgendwas mit F1. Heißt der nur F1 oder hat der auch einen Namen? Schauen wir gleich, sehen wir es ja. So, ah ne, das ist ja Bug Mono, okay. Gibt es ja noch einen dritten von der Klasse da? Da gibt es ja den Ariel, der F1 und der Bug Mono. So, den probieren wir mal. Jo, hört sich an wie. Bisschen so ein Mischmasch zwischen Formel 1-Wagen und Motorrad oder so, keine Ahnung. So, hier haben wir gleich ein Rennen. So, fahren wir gleich mal los. Oh, ich habe auch schon wieder eine ganz andere Steuerung, ey. Auch die Beschleunigung ist richtig geil wieder. Aber ich glaube, der Ariel, der geht noch ein bisschen besser ab in der Beschleunigung. Bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, boah, boah. Vor allem, der ist so ein bisschen, irgendwie finde ich, ein bisschen träge zu lenken. So, einmal hier habe ich nicht durchgepasst. Egal. Erstmal ein bisschen an das Auto gewöhnen. Also wie gesagt, Beschleunigung ist geil, aber die Steuerung. Ich fand bei dem Ariel war die Steuerung richtig geil. Die war teilweise ein bisschen sensibel, aber so gesehen richtig geil. Auch einen richtig geilen Grip hatte das Auto. Aber ich finde der hier, der hat irgendwie so ein bisschen was Träges an der Steuerung. So, ah, jetzt sind wir hier einmal. Ah, da wollte ich eigentlich vorhin, aber egal. So, was gibt's Schönes? Ein Sprintrennen. Ach so, Sportsprint, das hatten wir auch schon, glaub ich, öfters. So, das Intro können wir überspringen, das haben wir schon zigtausendmal gesehen. Ja, und dann geht's gleich los. Warum hat er gerade so nach rechts gezogen? Also, das war gerade nicht von mir, sondern irgendwie ist er einfach gleich nach rechts gefahren, okay. Alles klar. So, boah, mal hier sieht man auch, der Wagen, der hat nicht viel Karosserie, da kann man die Gegner nicht so gut crashen. Boah, 250 Spitze oder so. Okay, alles klar. Alter, guck mal, hier ist ein Bugatti. Alter, ich fahr mit dem Ding, das fährt nur gerade null. ne, eigentlich 250 oder so. Und das ist ein Bugatti, hallo, wie soll ich das Rennen noch gewinnen? Wow, dankeschön. Alter, das geht doch gar nicht. Nitro habe ich auch keins. Ja, okay, das wird auch nicht so viel bringen gegen Bugatti, aber sieht doch ein bisschen komisch, vor allem ein leichtes Rennen. Aber der Bugatti, der fährt, glaub. Ach nee, das ist, glaub, der McLaren, der P1. Okay. Ja, auch mal, hallo, McLaren. Wegen des Viech. Au! Hier. Ich wollte gerade sagen, der McLaren oder der Bugatti, die fahren wohl, glaub, alle nur bis in den dritten Gang oder so. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Alter, der Bugatti, der kommt hier locker auf 300 auf der Geraden. Das schafft meine Karre hier gar nicht, nicht mal bergab. Hallo? Okay. Auch ein bisschen komisch. Was haben wir hier vorne? Ja, noch ein paar gar nichts sonder, ja, alles klar. Einfach mal hier überholt. Easy going. Die fahren, glaube ich, wirklich nur in den ersten 2-3 Gängen. Okay. Das Rennen wäre gewonnen. Okay. Bisschen komisch, aber egal. Guck mal, vor allem auch die Zeit. Ich meine, so viel Unterschied ist ja jetzt auch nicht. Und das Rennen bin ich mit Bugatti gefahren, mit dem Pagani Zonda R bin ich gefahren. Und mit noch ein paar anderen, glaube ich auch. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. So, oh, 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 Unfall. Oh, oh, oh. So,
habe ich aber, glaube ich, was falsch gemacht. Aber ich habe hier Geländereifen drauf getan. Ups. Vor lauter Quatschen. So. Nächste Rennen 2,3 Kilometer. Das geht ja. Also Beschleunigung ist schon ganz geil. Muss man schon sagen. Kann man nicht meckern. Gegenverkehr. Achtung. So, wo ist denn das nächste Rennen überhaupt? Ich habe gerade gar nicht so richtig auf den Namen geschaut, ob wir das schon mal hatten oder ob mir das was sagt oder nicht sagt. So, ich glaube irgendwo im Park drin. Okay. Alles klar. So, mitten da drin. Oh, ist das das eine? Warte mal, schauen wir kurz rein. So, was haben wir denn hier von Rennen? Oh, das Hinterhalt drin. Hey, da hatte ich doch mal so einen geilen Trick, so einen kleinen Fahrweg. Wo man ganz schnell, ganz locker gewinnt. Da vor allem 1:03. So, okay. Wie war das nochmal? Das war, glaube ich, da vorne links irgendwo rein und dann bin ich, glaube ich, wieder durch, komplett einmal durch den Park durch oder so. So, what's? Ah ja, genau, bei der Straßen... Oh, Sperre. So, hier und dann kam, glaube ich, der Brunnen und da bin ich links gefahren. So, bam, bam, einmal Parkbank zerstören. So, und jetzt hier einmal, schön durch die Mitte. So, jetzt lernen wir noch ein bisschen fliegen. So, mal gucken, ein bisschen Nitro. Noch ein bisschen mehr Gas und dann springen wir über oder fliegen über die Reklametafel drüber. Schauen wir geil. So, okay, das ging jetzt auch ein bisschen schnell. Okay. Nee, warte mal, ich verstecke mich hinter der Ecke. So, Motor aus. Oh, da kommt einer. Oh, da kommt einer. Was macht er? Was hat der gerade gemacht? Okay. Keine Ahnung. Wow, neuer Rekord auch noch. Sehr geil. Unter einer Minute, hey. Das müsst ihr erstmal nachmachen. Ho, ho, ho. So, Rennreifen, Leichtbau-Chassis, yo. So, ach, Hallöchen, Herr Polizist. So, was macht der? Hallo, der rammt mich. Was geht bei dem ab? Alles klar, ich glaube, den hackt's, hey. So, nächstes Rennen. So, alles klar. Dann düsen wir kurz hin. So, ich glaube, langsam habe ich jetzt auch den... Ich weiß gar nicht, wie ich die Wagen nennen soll. Ist das ein richtiger, eigentlich ein Formel 1er Wagen, ist es nicht? Oder ist dann irgendwie so Formel 3 oder gibt es ja irgendwie so verschiedene Klassen oder so, keine Ahnung, wie ich den Wagen benennen soll oder die Art des Autos. Einfach die Karre hier, sagen wir mal. Jo, habe ich langsam im Griff? Die Karre. So sagen wir jetzt einfach dazu. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, dann sagen wieder irgendwelche Leute. Single, das ist doch ein Kombi oder ja, okay, Kombi ist natürlich jetzt nicht, aber ihr versteht ja jetzt wohl, was ich damit sagen will. So, hier nicht durch den Schotter. So, das Rennen findet, denke ich mal, auf der Autobahn statt, oder? Oder fängt da an? Hier geht's nun zum Runterkurs. Mal schauen. Da vorne. Okay, hier geht's noch runter. Alles klar. Und dann nach links. So, alles klar. Straight to the point. Aber ich würde erstmal sagen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich würde mich freuen über Daumen, Kommentare und whatever. Wiederschauen und reingehauen.